Wieso ist er nicht tot? Ich wusste, das war er.
Kann nur er sein. Hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Oh! Bastard! Es war mir eine Freude, deine Familie zu töten! Gorohachi, dein Kopf gehört mir! Ich hätte tot sein sollen, als ihr mich fandet. Ihr habt eure Familie gerecht, Gumio. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Versprochen. Findet Frieden, Gumio. Sensei. Höchste Zeit, dass er kommt. Gern geschehen, Sensei. Ihr seid der Geist. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte. Oder kämpft für die Mongolen.
Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr auf... Schnell! Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften! Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hier drüben! Alles wird wieder gut. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Da oben! Noch nicht! Oh, Gott! Doch, schau, tut dir! Und dann nicht zeigen! Über! Hätte ich hier bloß Gesellschaft. Es ist zu lange her.